Das Deutsche Technikmuseum in Berlin wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Ja, Grund genug, einmal hinter die Kulissen zu schauen, denn vorne sieht man eine ganze Menge, aber hier hinter mir in der Monumentenhalle, dort stehen die versteckten Schätze und die gucken wir uns heute mal an. Ja, mal schauen, ob jemand da ist. Hallo Ulf. Hallo Frank. Komm rein. Schön, dass du da bist. So, mein Lieber, wir kennen uns ja schon ein paar Tage, aber ich glaube, das ist der richtige Moment, dich mal vorzustellen. Du bist Dr. Frank Steinbeck, Verantwortlicher hier für den Straßenverkehr im Deutschen Technikmuseum Berlin. Ja, und da die erste Frage, was macht man hier so als Verantwortlicher? Ja, wir haben ja im Deutschen Technikmuseum viele Abteilungen, Luftfahrt, Schifffahrt, Drucktechnik. Und für jeden gibt es jemanden, der verantwortlich für die Sammlung ist, für die Ausstellung und als Ansprechpartner bei externen Fragen zu fachlichen Dingen. Also so wie du, der sich jetzt vor allen Dingen für den Landverkehr interessiert. So, und wo sind wir hier genau? Wir sind in dem Depot Monumentenhalle, heißt das. Wir haben ein Hauptdepot und ein Depot für unsere BVG-Sammlung, so nennen wir sie, und für die großen Fahrzeuge, die nicht in die Parkplätze da im Hauptdepot reinpassen. Und das ist ein sehr schönes Depot, was auch so ein bisschen arrangiert ist, dass man es besuchen kann. Und das war auch bis vor ein paar Jahren möglich. Ja. Jetzt aus sicherheitstechnischen Gründen sind die Depottage leider nicht mehr durchführbar. Aber ihr habt in Planung, die vielleicht wieder aufleben zu lassen, beziehungsweise Führung anbieten zu wollen, oder? Ja, wir können nicht mehr 300-400 Leute gleichzeitig hereinlassen. Aber was unsere Planung vielleicht in der nächsten Zeit ist, dass wir das verstetigen, kleinere Führung zu machen. Auf Anfrage machen wir mal Führung, aber das zu verstetigen und im Angebot zu haben, dass man vielleicht sogar mit der Anschlussbahn, wir sind ja in der Nähe unseres Haupthauses, da ist ja nur der Gleisdreieckpark dazwischen, dass wir mit unserer Anschlussbahn, mit einer alten Diesellok und mit einem alten Waggon die Personen dann die Führung machen wollen, hierher fahren und dann wieder zurückfahren. Das wäre natürlich ganz großartig. Und bis es soweit ist, dürfen wir uns heute für Sie hier umschauen, exklusiv einen Blick unter die Hauben werfen. Und mir wurde versprochen, dass ich auch die ein oder andere Haube lüften darf. Und ich glaube, da kommt so das ein oder andere Geheimnis zum Vorschein. Das Ding ist auf jeden Fall über 6,40 Meter lang. Interessiert mich brennend. Ich schätze mal, dass der Dienstwagen der Ghostbusters. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ich gebe den Witz, der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Okay, dann sind Sie auf jeden Fall auf der richtigen Spur, weil das wird ein Leichenwagen sein. Und Frank, darf ich den abdecken? Machen wir mal. Los geht's. Der geschulte Blick sagt mir natürlich vorne in der Front, das ist ein Cadillac DeVille, aber in dem Umbau gebe ich dir völlig recht, das sieht eher nach einem Wagen fürs letzte Mal aus. Ja, also der kommt von der Firma Greeneisen, die in Berlin ja sehr bekannt ist als Bestattungsunternehmen. Die haben wir, der wurde uns geschenkt von der Firma und das ist so die Luxusklasse, die oberste Klasse von Bestattungswagen, die man so in den 60er Jahren kaufen konnte. Also der hat damals 75.000 D-Mark gekostet. Das ist, Mercedes damals war mit 15.000 Euro zu haben. Also das hat schon richtig viel Geld gekostet und so ein Auto hat man natürlich gekauft, um nicht den Otto-Normalverbraucher zu Grab zu tragen. Das war für Staatsbegräbnisse, für Filmschauspieler, Schauspielerin. Ja. Marlene Dietrich ist hier mit zu Grabe gefahren worden. Tatsächlich? Ja. Für Staatsbegräbnisse war es natürlich auch möglich, hinten den ganzen Aufbau abzunehmen, dass der Sarg für die Eskorte und dergleichen offen war. So, das nächste Auto meiner Begierde ist, glaube ich, hier drunter. Bei den Ghostbusters waren wir gerade. Hier würde ich sagen, na, die Felgen geben schon so einen kleinen Tipp. Vielleicht ist es ein Range Rover. Richtig, denken wir mal. Aber ein ganz besonderer auch wieder mit einer Nutzungsgeschichte. Gehörte zum Fuhrpark der DDR-Regierung. Ja. Also Honeckers Jagdwagen ist so ein Schlagwort. Ja, ja. Also in der Schorfheide stand der, wurde eingesetzt, nicht viel, der hat nicht viel auf dem Tacho. In den 80ern gekauft, aus dem Westen natürlich, von Rommetsch in Berlin umgearbeitet als Jagdwagen. Zum Beispiel eine elektrische Armstütze, dass die alten Herren dann auch den Arm ruhig halten konnten. Die schönste Art Bus zu fahren, damals durch Berlin unter den Linden entlang, muss hier auf diesen Doppelstockbussen so um 1918, 1920 gewesen sein, Frank. Aber man konnte auch herrlich nass werden, oder? Ja, also man kennt es ja heute von den Sightseeing-Bussen, die die Gesellschaften von der BVG abkaufen, die Doppeldecker und oben aufschneiden. Damals waren die hier nicht aufgeschnitten, sondern sie wurden so gebaut. Also die ersten Doppeldecker nach der Jahrhundertwende bis 1920, 1922, die waren oben offen.
Ja, und noch ein interessanter Fakt, den du verraten hast. Hier oben durften nur Männer hoch. Frauen hat man wahrscheinlich wegen dem Wetter, die sollen sich nicht schmutzig machen. Es ist beschwerlich, diese sehr steile Leiter da hoch zu krabbeln. Da hat man gesagt, Frauen sollen nach unten. So, jetzt haben wir hier ein festes Dach über dem Kopf. Ja, Frank, in welcher Linie sitzen wir und wohin geht's? Ja, im Gegensatz zu dem offenen sind wir jetzt schon 8 Jahre weiter. Das ist 1928, das ist ein geschlossener Omnibus oben von Büssing gebaut. Und wir befinden uns in der Linie 1 und fahren von unter den Linden nach Hallensee, durch Schöneberg, Wittenbergplatz, durch die Stadt. Hier stehen wir vor einer richtigen Nummer 1, oder? Ja, das ist aus unserer BVG-Sammlung das älteste Exponat. Das ist von 1865 und ist die erste Berliner Pferdestraßenbahn damals, also aus der Baureihe. Und es ist, soweit wir wissen, auch die älteste erhaltene Straßenbahn der Welt. Und die kam 1890 schon in eine Museumssammlung der damaligen Straßenbahngesellschaft. Und deshalb ist sie auch erhalten geblieben. Und das ist ein ganz besonderes Exponat und kommt auch im Sommer in die neu überarbeitete Dauerausstellung zum Schienenverkehr. Also die kann man ab dem Sommer öffentlich jeden Tag sehen. Frank, ich fühle mich hier wie Alice im Wunderland. Das ist ja Wahnsinn. Schließ mich hier eine Woche ein, hol mich wieder ab. Aber ganz im Ernst, bei so viel Technik, bei so vielen schönen Fahrzeugen, hast du so ein persönliches Lieblingsstück in der Sammlung? Ja, ein paar. Und hier von der BVG-Sammlung nebenan gleich den Bus hier. Auch ein Schnauzen-Omnibus Doppeldecker 20er Jahre, aber nicht von dem Hauptlieferanten Büssing aus Braunschweig an die BVG geliefert, sondern in Berlin gebaut, ein NAG. Tja, NAG, da sprichst du was an. Erst neue, später nationale Automobilgesellschaft. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig spannende Zeit, denn der Bus hier wurde in Schöneweide produziert. Ja, und damals hatten die großen Elektrokonzerne alle ein Interesse daran, in das neue Medium Auto zu investieren und haben sich eigene Automarken geschaffen. Und so hat die AEG damals draußen in Schöneweide die NAG gegründet, eben die nationale Automobilgesellschaft. Und Siemens als großer Konkurrent hatte Protos als Fahrzeugmarke. Tja, NAG wurde später aufgelöst, zumindest in der Pkw-Marke oder Pkw-Sparte in Presto in Chemnitz. Und was ist mit den Bussen passiert? Ja, da hat sich dann Büssing engagiert, die haben das übernommen. Und dann wurden in Berlin Büssing-Busse produziert. Fertig? Ich würde sagen, mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Tja, so ein Lieblingsstück, glaube ich, aus meiner Kindheit ist tatsächlich dieser Icarus-Bus hier aus Ungarn. Da kommen wirklich Kindheitsgefühle hoch. Und was wollte ich früher immer auf diesem Platz sitzen? Jetzt kann ich es endlich. Klasse. So, Frank, ich bin nicht in einem Büssing groß geworden, sondern eher in einem Icarus. Und die fuhren damals eifrig durch Ost-Berlin in dieser tollen Bemalung. Und an eine Sache erinnere ich mich noch großartig. Ich bin zum Verdammt nicht an diesen Halteknopf gekommen. Denn wenn du dem Fahrer signalisieren wolltest, dass du aussteigen möchtest, dann musstest du hier raufdrücken. Tja, und als 10-Jähriger war das für dich unerreichbar und du musstest immer einen Erwachsenen fragen. So, Frank, ich glaube ja Folgendes. Fahrzeuge sind erst dann groß genug, wenn man sich komplett ins Hinterrad stellen kann. Wie bei dieser Lokomobile hier. Das ist auch eins meiner Lieblingsobjekte in der Halle hier. So Monstren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Baujahr 1906. Lokomobile. Damit ist man natürlich nicht über die Straßen so einfach gefahren. Das war ein landwirtschaftliches Gerät, das hatte auch nicht der einfache Bauer, die einfache Bäuerin. Nein, das waren tatsächlich Unternehmen, die sind im Auftrag von Großgrundbesitzern dann von Feld zu Feld gefahren und haben mit dieser Seilwinde, da war möglich, ein Seil übers Feld zu spannen und einen großen Pflug ranzubringen. Und damit haben die im Auftrag die Felder gepflügt. Klingt nach dem Schlussgong, Frank. Tja, es war der blanke Wahnsinn. Wir haben Straßenbahn gesehen, wir haben die Lokomobile gesehen, den Bestattungswagen von Marlene Dietrich, Omnibusse, amerikanische Straßenkreuzer. Also ich bin ehrlich, mir ist fast ein bisschen schwindelig, aber ich fühle mich hier pudelwohl. Das war ein wahnsinnig schöner Tag. Lieben Dank, Frank, für die Einladung hierher. Tja, und 40 Jahre Technikmuseum, das begeht ihr in diesem Jahr. Was darf man da erwarten? Ja, wir werden sicherlich ein großes Fest machen, denn steht noch nicht ganz. Spätsommer könnte ich mir vorstellen. Und da ist dann auch die neue Dauerausstellung Schienenverkehr zu sehen. Und irgendwann werden wir vielleicht auch wieder mal Besucher hier empfangen können und Besucherinnen. Bis dahin können Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, sich dieses Video hier anschauen. Es war ein wahnsinnig schöner Tag. Wir sagen Danke. Ja, und schauen Sie mal vorbei im Deutschen Technikmuseum Berlin.